liebe Dachse, schön, dass ihr wieder da seid. Wir haben gute Neuigkeiten für euch. Und zwar dürfen wir ab nächster Woche Montag, den 25. Mai, wieder mit unserem Sportangebot starten. Zwar ein bisschen reduziert, aber es geht wieder los. So, dafür dürfen wir den Sportplatz an der Grundschule am Hohenfeld für uns nutzen. Und dadurch, dass er so schön groß ist, dürfen wir sogar zwei Gruppen parallel starten lassen. Wir haben hier noch schon mal auf dem Schild für euch vorbereitet einen kleinen Lageplan, wo ihr den Eingang findet, wo ihr den Ausgang findet, Händedesinfektion und so weiter. Dadurch, dass wir mit Achtergruppen nur starten dürfen, die Trainer inklusive, haben also 7 Mitglieder die Möglichkeit von euch parallel Sport zu machen in einem Kurs. Und dafür haben wir auf unserer Homepage ein Buchungssystem hinterlegt, was wir dann am Mittwoch, also quasi morgen, für euch freischalten. Wie das geht, zeige ich euch jetzt. Hallo, herzlich willkommen im Büro der Caroa Daxter. Jetzt zeige ich euch, wie ihr sozusagen euch in den Kurs einbuchen könnt. Heute sind wir noch nicht online, das heißt, wir sind ja morgen erst online. Das bedeutet, ich zeige euch einmal virtuell quasi, wo ihr dann klicken müsstet und dann gehen wir einmal eine Buchung durch. Also, auf unserer Homepage, die ihr bereits ja schon kennt, scrollt vielleicht nach unten, bis ihr bei den wichtigen Informationen seid. Dann wird hier ein weiterer Button erscheinen, dass wir einen Link haben zu einem Corona-Sonderkursplan. Mit diesem Link gelangt ihr dann auf, tada, diese Seite. So, auf dieser Seite habt ihr alle Informationen zu den ganzen Hygieneregeln, zu den Abstandsregeln, die wir natürlich einhalten müssen, wo wir auch von ausgehen, dass das klappt. Na? So, hier habt ihr nochmal auch eine Möglichkeit, euch den Kursplan als PDF runterzuladen, dass ihr das nochmal schön in einer Übersicht habt. Und sonst lest euch bitte unsere Spielregeln durch zu den Buchungen. Wer kann sich wie einbuchen? Was für Besonderheiten gibt es zum Beispiel auch beim Bereich Kinderturnen und so weiter? Da könnt ihr direkt auf den Kursen heraufklicken und habt nochmal alle Informationen auf einen Blick. So, wenn wir jetzt hier runtergehen, haben wir nochmal den Lageplan. Den mache ich euch mal groß, damit wir mal ganz kurz die Wege einmal durchgehen können. Und zwar habt ihr hier unten die Achillesstraße. Die Achillesstraße ist ja die Hauptstraße und normalerweise geht ihr hier durch dieses Tor immer rein zu unserer hinteren Halle. So, den Weg könnt ihr euch eigentlich fast sparen, denn wir haben hier vorne den Eingang für euch mit einem gekennzeichneten Wartebereich. Dieser Wartebereich beinhaltet auch die 1,5 Meter Abstand. Diese bitte auch einhalten. Wenn ein Kurs auf dem Platz hier fertig ist und der den Ausgang sucht, könnt ihr natürlich auch hier eintreten. Ihr meldet euch an bei unserer Hallenwarte, zeigt hier bitte die Bestätigungs-E-Mail vor, die ihr dann von uns bekommt, dazu nachher noch mehr. Und desinfiziert euch bitte auch die Hände. Dann, linke Hand geht es dann zum Feld. Wie ich schon bereits erwähnt hatte, haben wir das Feld in 2 Teile geteilt, Feld 1 und Feld 2. Auf der linken Seite habt ihr den Eingang zum Feld, dann sportet ihr und geht bitte rechte Hand wieder raus. Und zwar dann direkten Weg zum Ausgang. Genau. Sollte mal die Sonne nicht auf unserer Seite sein oder das Wetter nicht auf unserer Seite sein, dann haben wir die Möglichkeit einer überdachten Fläche und zwar auf der rechten Seite hier zu finden. Ihr geht dann bitte mit eurem Trainer zusammen unter diese Überdachung bzw. habt dann schon mal Sichtkontakt. Ja? Da bei der überdachten Fläche können wir, wie auch auf dem Platz, beide Gruppen mit Abstand auch bespaßen. Das bedeutet, da gibt es keine Einschränkungen für euch. Sollte jemand von euch während dieser Sportstunde einmal das WC benutzen, ist das auch kein Problem. Das WC wird in der Sporthalle zugänglich gemacht, allerdings auch nur das WC. Die Umkleiden, die Duschen und weitere Sporträume bleiben weiterhin geschlossen. Sollte jemand von euch also das WC benötigen, geht ihr bitte durch den Ausgang raus, haltet euch links einmal um das Feld herum und nutzt hinten diesen Ausgang. Der wird offen sein. Nach der Nutzung des WCs bitte nicht den gleichen Weg wieder zurück, sondern bitte über den Eingang wieder einkommen und ebenfalls wieder die Hände desinfizieren. So, wir denken, dass das ein gut umsetzbarer Plan ist. Wir brauchen natürlich aber auch eure Mithilfe dafür, damit das alles gut funktioniert. Wir haben eine Sondergenehmigung bekommen. Normalerweise wären wir von den Lockerungen noch gar nicht betroffen, weil wir eine Zuweisung erhalten haben für die Sporthalle. Die Sporthalle ist weiterhin geschlossen. Deswegen rechnen wir auch ganz stark mit Kontrollen. Wir sind also darauf angewiesen, dass sich jeder an diese Spielregeln hält. Die könnt ihr natürlich hier auch nochmal nachlesen. Die haben wir für euch nochmal zusammengefasst.
Und wenn ihr weiter runter scrollt, habt ihr auch nochmal alle Informationen zu den Buchungen. Ja, lest euch die bitte nochmal richtig durch. Wann sind die Kurse freigegeben? Wann kann ich mich einbuchen? Und welche Besonderheit erhält vielleicht für den Kurs, den ich mich interessiere, eben auch, enthält das eine Besonderheit? So, was vielleicht nochmal wichtig ist zu erwähnen, Pfingsten steht auch vor der Tür. Pfingstsonntag und Pfingstmontag sind natürlich Feiertage und damit trainingsfrei. Genau. So, jetzt kommen wir zum spaßigen Teil, dem Kursplan. Wie auch der Platz sind auch unsere Kurse hier optisch in zwei Teile geteilt. Einmal Feld 1 und einmal Feld 2. Wenn ihr weiter runter scrollt, habt ihr Montag, Dienstag und so weiter bis Sonntag durchgehend Kurse für euch. Wir gehen mal eine Kursbuchung exemplarisch durch. Da gehen wir gleich mal bei Kinderturnen rein. Ihr seht ja auch mal, mit welchem Trainer das Ganze stattfindet. Und seht auch, wie viele Plätze dann noch von unseren 7 Plätzen verfügbar sind. Ihr geht auf den Button Buchbar und es erscheint ein Feld. Wichtig für uns ist, dass ihr alle Angaben bitte korrekt ausfüllt. Das sind Pflichtangaben. Wir sind auch dazu angehalten worden, diese Daten 4 Wochen lang zu speichern. Das ist eine Vorgabe, die wir erfüllen müssen und dementsprechend ist natürlich auch wichtig, dass ihr die richtigen Daten auch einfach eingebt. Angefangen vom vollständigen Namen bis zu eurer E-Mail-Adresse, bis zur Telefonnummer und Mitgliedsnummer. Vielleicht hier ein kleiner Hinweis, pro Mitgliedsnummer kann immer ein Kursplatz gebucht werden, allerdings könnt ihr mit einer E-Mail-Adresse 2 Plätze buchen. Ja, gerade um Kurskinderturnen, sehr wichtig, lest da bitte nochmal nach. Solltet ihr eure Mitgliedsnummer nicht zur Hand haben, ist es kein Problem, einmal per Kontaktformular, was hier unten auch vermerkt ist, da einfach uns eine kurze Frage schreiben. Wir sind jetzt nicht bis 22 Uhr da, sondern die regulären Bürozeiten. Das heißt, es kann auch mal einen Tag versetzt die Antwort stattfinden. Also bitte nicht gleich die Pferde scheu machen, sondern ein bisschen Geduld haben. Die Hygienevorschriften müssen einmal akzeptiert werden. Das sind oben die Belehrungen, die wir aufgegeben haben. Und somit könnt ihr einen Platz buchen. Wir behalten uns allerdings vor, wenn Angaben nicht vollständig und nicht korrekt ausgefüllt sind, wie zum Beispiel die Mitgliedsnummer, diejenigen dann leider auch wieder aus dem Kurs zu entfernen. Denn wir wollen natürlich Mitgliedern, die ebenfalls Interesse haben, das dann nicht vorenthalten. Ja? Also wir müssen natürlich gucken, dass die Angaben einfach auch korrekt sind. Genau. So, und dann geht es zum Buchen. Ihr erhaltet eine Buchungsbestätigung mit noch ein paar weiteren Informationen, die wichtig sind. Habt aber auch gleichzeitig einen Stornierungsbutton in dieser E-Mail. Das bedeutet, sollte euch irgendetwas dazwischen kommen, solltet ihr euch vielleicht krank fühlen, dann storniert bitte diesen Platz, damit einfach halt der nächste nachrücken kann. Okay? Ich denke, das funktioniert ganz gut. Ja. So, damit wären wir auch schon am Ende der Erklärung. Wir denken, dass es relativ einleuchtend ist. Und das könnt ihr natürlich nicht nur über einen Rechner machen, sondern eben auch über die mobile Variante. Da sieht es nur ein bisschen anders aus. Es ist ein Listensystem, aber eigentlich genau das Gleiche. So, dann hoffe ich habe nichts vergessen. Falls ihr Fragen habt, kommentiert es bitte. Und sonst verabschieden wir uns. Und ab morgen sind die Kurse freigeschalten. Wir sind ganz aufgeregt. Wir freuen uns, mit euch wieder durchstarten zu können. Und von daher Step by Step wieder zur alten Form zurück. Macht's gut!